Grüß euch bei Anglern Österreich zu unserem ersten Video in der heurigen Saison. Ja, das ist das erste Video. Hat folgenden Grund, ich bin vor nicht so langer Zeit jetzt Papa geworden und das nimmt natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Danke, Mike. Das ist der Grund, warum ich einfach jetzt weniger am Wasser bin oder eigentlich nur ja, fast gar nicht. Der Mike hat ja schon eine Karpfenpartie hinter sich. So, grüß euch, ja. Wie seht ihr da hinter uns? Natur pur. Sehr ganz klar. Jetzt hat man es gerade ganz gut gehört. Also, wenn ihr euch jetzt fragt, warum hört man so viele Autos, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich zeige es einmal so in die Runde. Wir sind mitten in der Stadt, wir sind mitten in Wels. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, was dann die zwei kaufen mitten in Wels. Das werden wir euch jetzt sagen. Und zwar gehen wir. Wir gehen Streetfishing, nennen wir es so, oder? Nennen wir es einmal so. Wir gehen nämlich an den Mühlbach und der ist mitten in Wels. Da sind schöne Forellen drinnen, wir werden uns das jetzt anschauen. Dieser Abschnitt, muss man also dazu sagen, vom Wölser Sportfischverein. Genau. Die Karte übrigens, eine Jahreskarte um 140 oder 150 Euro. Ich glaube 150 Euro beim Angelsport Baschinger. In Wels gibt es zum Wels gibt es das. Ob es sonst wo gibt, weiß ich nicht, aber dort kriegt es auf jeden Fall. Wir haben es vom Horst gekriegt, genau. Und jetzt gehen wir mal, das sind jetzt nämlich sicher ein paar coole Aufnahmen. Jetzt gehen wir uns das Wasser mal suchen. Schauen wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Genau. Und dann schauen wir, ob wir was rauskitzeln. Also bis gleich. Wir rennen gerade mitten in der Stadt in Wels mit unserer kompletten Montur mit der Angel herum. Ein paar Leute haben uns schon ein bisschen verwirrt angeschaut, aber ja, das ist einfach so, ja. Das heißt Streetfishing und das machen wir jetzt. So, ich bin jetzt soweit fertig. Patrick, filmen wir mal geil mitten in der Stadt. Schönes Wasser. Also Bach ist eh gut gesagt, weil es ist eh schon ein größeres Bachal eigentlich. Ich wollte jetzt nur kurz eins noch dazu sagen. Ich zeige euch das da kurz. Wie immer, ich zwick, auch wenn es erlaubt wäre, ich zwick immer meine Widerhaken zu weh. Warum? Ich habe da einen Drilling und wenn ein Forellen recht gierig ist, hasse Geschichte, wenn es alle drei Drilling drinnen hat. Das heißt, ich zwick meine zu weh, weil ganz ehrlich, beim Drilling habe ich normalerweise kein Problem, dass der Fisch angeht. Ja, im Hintergrund seht ihr den Patrick, der wirft jetzt gerade die Brücke an. Wird vielleicht einige ein bisschen komisch vorkommen, Brücke, Autos, voll laut, Fisch, aber die sind das gewohnt da. Die sind das gewohnt. Auch da, wenn die Leute vorbeigehen, wenn die Autos vorbeigehen, die sind den Lärm gewohnt. Also da fängt man schon Fisch. Und der Patrick wird euch jetzt erklären, warum wir da trotz allem Forellenfischen ein Steuervorfach oben haben. Weil natürlich auch in so kleinen Gewässern, in so Bachal, immer wieder Hechte vorkommen. Und damit wir da einfach ein bisschen gerüstet sind, verwende ich einfach gerne ein Steuervorfach. Das ist einfach zur Sicherheit. So, wie hast du schön links, rechts, links schauen, gell? Einmal über die Straßen zum Mac. Forelle! Voll drauf gemacht. Ja, perfekt. Und beim Streetfishing? Streetfishing, ja, beim Fischen in der Stadt einfach. Sehen wir jetzt wieder mal, wenn ich so fisch, brauche ich halt einen Kescher. Es hilft halt nicht. Ohne Kescher geht's nicht. Ich bitte den Patrick jetzt mir zu helfen. Klein, aber fein. Erster Stadtfisch, erste Stadtforelle. Aber die schmeißen wir wieder rein. Die zweite, eigentlich schon die dritte. Und jetzt schauen wir mal, wie ich die rausbringe. Ich bin da nämlich gerade ein bisschen Bratschert unterwegs. Aber in der Bax. Jawohl. Petri Mike. Dankeschön. Ja, der Riesenfisch ist jetzt nicht, wie man sieht. Aber
Zähne. Schön ausgehagelt wieder. Aber es ist generell ziemlich interessant, da wir haben nämlich permanent Attacken, aber dass so richtig meine Hänger bleibt, das haben wir dabei nicht zweimal gehabt. Nein, also. Leider, das sind alle die jetzt da. Der habe ich zugeschaut. Ich habe den Blinker in der Strömung stehen lassen, die sowieso. Und dann. Aber schön, schön war's. So eine Strömung ist natürlich ideal, gell? Da kannst du natürlich schön stehen lassen. Ich habe da jetzt gerade zwei Fische raus. Ah, oh, sieht man nicht gescheit durch die Strömung. Ja, also unsere kleine Street-Fishing-Spintour ist jetzt vorbei. Ja, war eigentlich recht erfolgreich, muss ich sagen. Also wir haben sehr viele Attacken gehabt. Insgesamt, glaube ich, waren 6 Fische, was wir außer haben. Du, glaube ich, 2. Ich den Rest. Ja, mein Resümee. Das Wasser ist wirklich klasse. Also es ist ganz was Eigenes. Auf einem Müllbach mit Fischen, das hat schon irgendwie einen ganz besonderen Flair, weil einfach die Natur und das Grün, die Bäume, es ist einfach gemütlich. Und das Witzige ist aber, mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt, also das, ja, ist ja das Lustige, das mitten in Wels. Genau. Mit Baumrand haben wir dann. Das die Leute ein bisschen runter und dann bist du am Wasser und es ist einfach alles ganz anders. Ja. Und richtig, nein, das ist schönes wirklich, Wasser, ja. Wirklich eine, nein, klasse Geschichte. Ja. Also wie gesagt, so jetzt hier aus, es sind schöne Fische drinnen, überhaupt kein Problem. Wie wir zu Beginn schon mal gesagt haben vom Video, es gibt die Jahreskarte, es gibt leider keine Tageskarten. Auch wir haben die Jahreskarten, aber um 140 oder 150 Euro. Nein, kann man sich das schon kaufen. Kann man sich auf jeden Fall leisten, ja. Und wie gesagt, wir wissen halt, dass es beim Paschinger gibt in Wels. Genau, beim Angelsport-Paschinger in Wels. Ob es noch wer anders hat, weiß ich jetzt nicht. Wir haben es uns dort geholt. Ja. Genau, sind wir immer gut ausgerüstet worden. Ja. Passt, ja. Ja, in diesem Sinne. Nochmal mein Spruch. Aber okay, ja. Ein Petri Heil, ich verzeih das, weil okay, du seit langem wieder, ja, mal da bist. Danke. Petri Heil, Zeitlines. Straffe Leinen, wie wir immer so schön sagen. Ja. Ja, bis zum nächsten Video, also dann. Viert euch. Baba.